Die Weihnachtsfeier mit dem gemeinsamen Kind bei getrennten Eltern ist eine Frage, die mir auf Instagram gestellt worden ist von meiner Instagram-Community. Wer noch nicht weiß, dass ich auch auf Instagram bin, der sieht hier die entsprechende Verlinkung und ist dazu eingeladen, herzlich mal vorbeizuschauen. Unter Scheidungscoaching findet ihr mich dort und entsprechende Fragen und Tipps und Tricks zum Alltag von euch als getrennt lebende Eheleute, als getrennt lebende Eltern. Und eine Frage, die eben aufgetaucht ist, wie verbringt man Weihnachten, wenn man getrennt ist, am besten mit dem gemeinsamen Kind oder den gemeinsamen Kindern? Die typische Juristenantwort darauf ist zu sagen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie der Konflikt zwischen euch als Eltern ist. Es kommt auch sehr darauf an, wie das Alter des Kindes ist, wie der Umgang des Kindes mit dem jeweils anderen Elternteil ist, bei dem es nicht schwerpunktmäßig lebt. Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Trotzdem denke ich, gibt es so ein paar Parameter, die letztlich für alle gleich sind, weil sie letztlich der menschlichen Natur entsprechen. Dazu gehört für mich zum Beispiel, dass das Weihnachtsfest gemeinsam, gerade wenn die Kinder sehr klein sind, nur dann verbracht wird nach einer Trennung, wenn die Eltern wirklich noch einigermaßen miteinander können. Ich erlebe immer wieder, dass gerade wenn die Kinder klein sind, die Eltern sagen, ja, der oder die kriegen das nicht so mit. Ich bin der Meinung, es ist absolut anders, weil Kinder in diesem Alter, eben gerade im Vorschulalter, im Grundschulalter oder sogar noch kleiner, sehr viel über das Empfinden und über das Spüren gehen und weniger über das kognitive Erleben gehen. Das heißt, Kinder werden sehr genau wahrnehmen, ob ihr unterm Weihnachtsbaum euch eigentlich nicht riechen könnt und sie eine gewisse Aufführung vorgeführt bekommen oder ob es wirklich eine wahrhaftige Begegnung ist, wo die Eltern sich nicht nur zusammenreißen müssen, sondern wirklich sagen, okay, für die Kinder finden wir eine Ebene des Umgangs miteinander, die konstruktiv ist und die unserem Kind auch ermöglicht, ein echtes Weihnachtsfest zu erleben. Ja, ich warne wirklich davor, sich zusammenzureißen, den anderen eigentlich nicht riechen zu können, dann irgendwelche Spitzen in der Küche fallen zu lassen, während man die Weihnachtsgans vorbereitet. Das sind Situationen im Leben, die, denke ich, ihr selber nicht mehr erleben wollt und die ihr eigentlich als verantwortungsvolle Eltern auch nicht euren Kindern mehr präsentieren wollt. Und je jünger die Kinder, umso wichtiger auch aus folgendem Grunde. Die Kinder spüren ja, wie die Situation zwischen den Eltern ist. Zum Teil fragen Kinder auch nach und bekommen von Eltern dann oft keine ehrliche Antwort, weil eben ein Deckmäntelchen über die Situation gelegt werden soll. Und diese Deckmäntelchen führen nicht dazu, dass es die Kinder in ihrem Selbstwert stärkt, sondern im Gegenteil. Die Kinder haben eine Wahrnehmung, nämlich meine Eltern können nicht miteinander, fragen nach und bekommen dann aber gespiegelt, nein, es ist doch alles in Ordnung. Und trotzdem herrscht eigentlich keine wertschätzende Atmosphäre, von liebevoll will ich gar nicht sprechen, das braucht ihr nicht, oder sogar eine feindliche Atmosphäre unterm Weihnachtsbaum. Und dann kann ich nur sagen, lasst es lieber, findet eine andere Regelung. Ja? Ein Bereich, wo man sich begegnen kann, ist, auch wenn er im Abnehmen ist, der gemeinsame Kirchgang anlässlich Weihnachten, dass man zum Beispiel den Kindergottesdienst eben gemeinsam verbringt. Da ist man im öffentlichen Raum, da kann sowieso der eine dem anderen auch nicht vorschreiben, wann entsprechend der andere Elternteil an Weihnachten in der Kirche auftaucht oder nicht. Da sind in der Regel auch die Verwandten mit dabei, da sind andere Personen mit dabei, vielleicht auch, wenn es im engeren Umfeld sind, Kindergartenfreunde oder ähnliches. Ich gehe immer davon aus, da kann man sich entspannter begegnen, weil es einfach in einem größeren Rahmen ist und nicht so intim ist. Und dann müsst ihr eben schauen, wie macht ihr es am Weihnachtsfest selbst? Ich weiß, Weihnachten wird immer sehr hoch gehalten. Auf der anderen Seite erlebe ich eben immer, weil ich ja auch sehr viel internationale Ehen betreue bei Trennung und Scheidung, dass zum Beispiel im angloamerikanischen Raum ja der 25. Dezember der eigentliche Weihnachtsfeiertag ist. Und hier sehr entspannt gesagt wird, nimm du doch das Kind am 24. und ich nehme es am 25. und fertig ist die Laube. Ich wünsche mir manchmal mehr Entspanntheit im Sinne des Kindes, dass man auch von sich aus, selbst wenn man sich vielleicht wünscht, den 24. mit dem Kind zu verbringen, sagt, nee, ist für mich in Ordnung,
ich nehme den 25. Manchmal machen die Eltern es alternierend. Das heißt, im nächsten Jahr hat derjenige, der das Kind am 25. hatte, das Kind dann am 24. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn es noch eine Großfamilie gibt, die ich außen herum organisieren muss, die ja dann auch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag mit mir und meinem Kind Weihnachten feiern möchte. Also überlegt euch, ob ihr da so einen kurzen Wechsel macht oder ob ihr es eben gleich lässt und sagt 24. beim einen, 25. beim anderen. Dann können sich die jeweiligen Familien und Schwiegerfamilien eben auch entsprechend darauf einstellen. Wenn die Kinder größer sind, muss man sagen, kommt jetzt wieder darauf an, was ist größer, also Grundschulalter oder vielleicht dann schon weiterführende Schule, ist es immer mehr so, dass man dieses Alternierende, also das jeweils Abwechselnde, verteilt auf die Weihnachtswoche einerseits und dann die Silvesterwoche andererseits. Das heißt, ein Elternteil hat Weihnachten und die daran anschließende Woche. Wechseltag ist dann entweder der 30. oder der 31. Dezember eines jeden Jahres. Und die zweite Ferienhälfte über Silvester wird dann jeweils beim anderen Elternteil verbracht. Und das Jahr darauf tauscht man wieder. Ist meines Erachtens, gerade wenn die Eltern in keinem guten Benehmen sind, für die Kinder auch am entspanntesten, weil es am wenigsten Wechsel ist. Wenn ihr das wollt, wenn ihr einigermaßen miteinander könnt, kann und wird auch von vielen praktiziert, ein Wechsel noch stattfinden, eben beim ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag für einen Tag oder für eine Nacht, um eben die Möglichkeit zu haben mit den Geschenken. Und dann erfolgt der Wechsel eben erst zu Silvester. Mit den Übergabezeiten, wenn so engmaschige Wechsel stattfinden, bin ich immer ein großer Fan davon, auf die Kinder Rücksicht zu nehmen, weil erfahrungsgemäß am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag will man mit den Sachen, die man geschenkt bekommen hat, einfach noch spielen, weil man will ein bisschen Ruhe haben. Man will, ich zeichne euch jetzt ein inneres Bild, mit dem Pyjama noch unterm Weihnachtsbaum sitzen und einfach in Muße Zeit in dem Haushalt verbringen, wo man auch das Weihnachtsfest verbracht hat. Das heißt, macht bitte die Übergaben, wenn es am nächsten oder übernächsten Tag ist, nicht gerade morgens um 8 oder um 10, sondern nehmt einfach Zeiten, wo eine gewisse Ruhe einkehrt, wo auch eine gewisse Friedlichkeit einkehrt, ja, und keine Taktung. Viele Kinder sind wahnsinnig getaktet, ohnehin in ihrem Alltag, sind noch mehr getaktet, wenn sie zwischen verschiedenen Haushalten hin und her gehen müssen. Und deswegen hier wirklich mein Appell, macht die Übergabezeiten nicht zu früh. Am 30., am 31. kommt es dann immer sehr drauf an. Für viele ist der 31. auch ein Reisetag. Dann kann es vielleicht Sinn machen, am 30. den Wechsel zu machen. Und in der Regel wird dann um die Mittagszeit gewechselt. Ja, auch da könnt ihr euch anders abstimmen. Viele verreisen auch dann in den Weihnachtstagen oder nach Weihnachten und machen einen Skiurlaub oder fahren in die Sonne, dass man sich da dann auch nach etwaigen Abflugzeiten vom Flugzeug richtet und dem anderen Elternteil da nicht Steine in den Weg legt und sagt, nein, aber es ist erst 12 Uhr und um 10 Uhr kriegst du das Kind noch nicht. Ganz egal, wann die Familie dann am Flughafen sein muss, sind meines Erachtens dann immer Situationen, die entstehen, wenn die Eltern nicht auf die Kinder gucken, wenn die Eltern sich nicht überlegen, was will denn das Kind, was ist für das Kind gut. Nehmt euch da ein bisschen zurück, auch wenn es schwerfällt, und schaut, dass ihr es einfach gut fürs Kind gestaltet. Und der letzte Tipp ist eigentlich noch, mit der Weihnachtsgestaltung eben nicht am 12. Dezember zu beginnen, sondern rechtzeitig zu beginnen. Eigentlich im Grunde genommen, bevor das laufende Kalenderjahr geplant wird, also möglichst quasi Anfang des laufenden Jahres, sich zu überlegen, okay, wie feiern wir Weihnachten anlässlich der Abstimmung der Ferien zum Beispiel auch, weil erfahrungsgemäß, je mehr zeitlicher Raum zwischen der Vereinbarung und dem tatsächlichen Ereignis liegt, umso entspannter kann man verhandeln. Diese entspannte Verhandlung hilft euch, hilft eurem Kind und auch eben die Planbarkeit weit in die Zukunft hilft euch auch, weil ihr euch rechtzeitig um, was weiß ich, Buchungen dann auch bei Urlaub kümmern könnt, weil ihr rechtzeitig Familienangehörige oder Paten informieren könnt. Also dieser gewisse Vorlauf hilft einfach der gesamten Familie. Und wie immer und zuletzt, wenn ihr euch nicht einigen könnt, bitte rennt nicht sofort zum Gericht, sondern geht in die Fachberatungsstellen, geht zu den Jugendämtern, die euch sagen, welche Beratungsstelle für euch zuständig ist und versucht dort eine Klärung herbeizuführen. Oft hilft das moderierte Gespräch über einen Dritten,
einen Konflikt zu lösen, eine Abstimmung beim Umgang zu finden, die man zu zweit untereinander nicht mehr findet. In dem Sinne wünsche ich euch ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und hoffe, dass ihr das im Sinne eurer Kinder und damit letztlich auch in eurem eigenen Sinne liebevoll, wertschätzend und in Ruhe verbringen könnt. Zu Gericht solltet ihr nicht mehr rennen, denn wer Anfang Dezember einen Antrag stellt, bekommt in der Regel keinen Termin mehr. Das schiebe ich noch hinterher.